Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Talk about Blackies Life und was bewegt den Blackie überhaupt morgen, gestern und heute. Mein Name ist natürlich Blackridge. Und wie schon im letzten Video werde ich nochmal ganz kurz das letzte Thema aufräumen. Im letzten Video hatten wir ja sozusagen die dunkle Seite meiner Vergangenheit. Schaut euch das Video am besten selber an, bevor ich da zu viel verrate. Es geht dabei um Ausgrenzung und Mobbing, um dumme Challenges und Doofheit und Erkenntnis über das Leben und die Wahrheit. Also eigentlich sehr tiefsinnig, auch wenn ich mit meiner lustigen Art und Weise das wahrscheinlich total versaut habe, aber ich hoffe, dass es trotzdem gut ankommt. Heute das komplette Gegenteil, denn heute geht es um die guten Seiten in Blackies Leben oder in Blackies Vergangenheit, nämlich um meine beste Freundin Kimizu. Wie habe ich die kennengelernt? Was ist so im Laufe der Geschichte passiert? Wie sieht's heute aus? Und wie sieht's vielleicht morgen aus? Man weiß es nicht so genau. Fangen wir am besten beim Ursprung an. PS, ja, sie hat ein eigenes Video für mich persönlich verdient, weil, wie ich schon in den anderen Videos gesagt habe, sie die Person ist, die mich bisher am längsten ertragen hat. Und ihr natürlich auch. Ja, mich bisher auch ganz gut ertragen. Aber noch nicht so lange wie sie. Da müsst ihr noch mal 4 Jahre warten. Dann seid ihr auch meine besten Freunde. Yay! Okay, Scherz beiseite. Kommen wir zu Kimizu. Ja. Kennengelernt habe ich die gute Kimizu in einem Chat namens Knuddels. Das war vor 8 Jahren total in, wo wir noch zur Schule gegangen sind. Oder ja, doch, wir beide. Sie ist ein bisschen jünger als ich. Und halt teilweise im Unterricht miteinander geschattet haben und etc. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie angeschrieben habe, mit welchem Kontext ich sie angeschrieben habe. Aber ich habe sie angeschrieben, weil sie hübsch war. Das kann ich heute sagen. Falls du das noch nicht wusstest, Kimizu, ich habe dich angeschrieben, weil ich dich geil fand. So. Du warst halt voll mein Ziel. Um das mal kurz zu beschreiben, sie war damals, heute ist sie das eigentlich immer noch so ein bisschen, dieses typische Gothic Girl. Und ich habe sowas nicht gekannt und ich fand das einfach mega anziehend, wie sie sich präsentiert hat. Und auch diesen Kleidungsstil. Ich habe mich damals sozusagen so ein bisschen in Gothic verliebt. Es ist mit der Zeit ein bisschen abgedriftet, aber okay, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der erste Text war, aber wir haben eigentlich ziemlich schnell bemerkt, dass wir doch recht gut miteinander harmonieren. Also wir haben viel miteinander geschnackt, wir haben relativ schnell Skype, MSN ausgetauscht, haben da halt dann telefoniert, gewebcamt etc. und haben halt uns kennengelernt. Sie war damals in einer, ja, ich sag mal, relativen schlechten Phase, kann man ja fast sagen. Also mittlerweile sieht sie ja selber zum Glück ein. Damals war das eher nicht so. Sie ist halt jemanden, einem Jungen hinterhergerannt, der nichts von ihr wollte, der sie sogar noch verletzt hat, mit ihr gespielt hat. Halt dieses Hin und Her, heute ja, morgen nein, übermorgen wieder ja und danach wieder nein. Hin und her, hin und her. Und sie immer weiter hinterher gedackelt. Ne, Frauen. Man kennt das ja. Und so habe ich sie eigentlich kennengelernt als verzweifelte junge Dame, die Probleme hat mit ihrer großen Liebe damals. Und ich habe dann einfach ja, ihr zugehört, habe so meinen Senf dazu gegeben, was ich davon halte. Ich habe halt eigentlich immer wieder gesagt, meine Fresse, Kimizu, tu dir das nicht an, mach Schluss. Aber nein, die Gute ist ja immer weiter hinterhergerannt. Aber gut, man kann halt nichts dafür, nicht wahr? Da kommen wir nämlich jetzt gleich noch zu. Ja, nachdem das alles dann so ein bisschen durchgelutscht war mit diesem Kollegen und sie dann irgendwann mal eingesehen hat, dass es doch gar nicht so das Wahre, weil er auf die andere Seite gewechselt ist, er ist halt dann schwul geworden und daraufhin war das dann mehr oder weniger gegessen. Die haben sich dann halt mehr oder weniger auseinandergelebt und sie hat dann im Endeffekt eingesehen, okay, das war eigentlich totaler Bullshit, was ich da die 3, 4 Jahre gemacht habe. Jemanden zu rennen, den ich nicht, der mich nicht will.
Aber wie gesagt, man wird ja schlauer über die Jahre. Ja, daraufhin kam sie dann mit ihrem neuen Freund zusammen. Da habe ich sie auch ein bisschen unterstützt. Habe ihr halt so ein bisschen gesagt, was wir Männer vielleicht mögen, was wir vielleicht nicht so mögen. Aber der war auch so ein bisschen speziell. Aber gut, wir wollen ja vielleicht auch nicht zu viel aus ihrem Leben verraten. Ich kann nur so viel verraten, sie war dann mit diesem neuen Freund 5 Jahre zusammen. Mittlerweile haben die sich auch schon wieder getrennt. Und jetzt hat sie schon wieder neun. Okay. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zu der Entwicklung, zu dem großen Plot-Twist. In der ganzen Zeit, wo sie mir die Ohren förmlich vollgeheult hat, mit ihren Problemen und ihren Sachen, mit dem ersten, dem sie hinterhergerannt ist, dann nach dem neuen, wo sie auch wieder Probleme hat, dem sie nicht wirklich was erzählen konnte, etc. Und in der ganzen Zeit hatte ich einfach so das Gefühl, der Frau muss ich helfen. Oder ich habe eigentlich immer noch dieses Helfersyndrom, dass wenn jemand ein Problem hat, ich einfach zuhören muss und einfach versuchen muss zu helfen, einfach mein Bestes zu tun, ihn da rauszuholen. Meistens hat das eigentlich sehr gut geklappt, manchmal nicht. Aber durch diese Nähe, die wir damals hatten und durch diesen relativ vielen Kontakt, wir haben wirklich nächtelang telefoniert und geskypt, gecampt, etc., habe ich mich mit der Zeit in sie verliebt. Das weiß sie auch, keine Sorge. Das hat sie relativ früh mitbekommen, glaube ich. Ja, und dann war ich der Gelackmeierte. Denn dann bin ich ihr erstmal hinterhergelaufen. Also anfangs noch ohne ihr Wissen. Ich habe das alles noch so ein bisschen geheim gehalten. Aber irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr, konnte ich nicht mehr an mir halten. Und ich habe ihr dann gesagt, dass ich was für sie empfinde. Das war dann eigentlich fast schon so ein bisschen wie bei ihr. Also sie hat nichts Halbes und nichts Ganzes gesagt. Sie war halt eher so, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Müssen wir uns vielleicht erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Ist ja auch alles verständlich gewesen. Damals haben wir uns vielleicht ein Jahr gekannt oder so. Wir haben uns noch nicht wirklich gesehen seitdem und oder in diesem Zeitraum und da hat man das vielleicht noch einigermaßen verstanden. Wir kannten uns halt nur übers Telefon, übers Cam und über die Probleme des anderen. Also hat man das erstmal akzeptiert. So. Aber dann kam ja dann halt die Zeit ihres neuen Freundes und ich bin jemand, der nicht viel baggert, flirtet, wenn jemand mit jemandem zusammen ist. Aber innerlich war ich natürlich immer noch voller Gefühle für sie und habe das auch manchmal rausposaunt, auch wenn ich eigentlich das nicht wollte. Aber manchmal übermannen halt einen die F Gefühle, gerade nachts beim Telefonieren, du liegst im Bett, denkst an den Gegenüber und ja, dann rutscht dir halt mal sowas raus, wie ich denke gerade an dich, ich wäre jetzt gern gerade bei dir, etc. Und sowas ist natürlich dann immer ein bisschen ungeil, vor allen Dingen, wenn der Gegenüber eh gerade in einer Beziehung ist und sowieso mehr oder weniger nicht weiß, ob er mit dir was anfangen kann oder nicht. Es war halt ein bisschen sehr problematisch. Ja, der guten Kimitsu bin ich insgesamt länger hinterhergerannt. Ich bin ihr nämlich gute 7 Jahre hinterhergerannt, bis es dann auch zu diesem einen Knickpunkt kam. Da ist sogar ein bisschen was passiert. Und zwar habe ich ein bisschen was falsch verstanden. Sie hat zwar formuliert, dass sie am liebsten, also so habe ich das damals verstanden, dass sie den Kontakt am liebsten abbrechen würde, etc., etc., dass sie jetzt am liebsten nichts mehr mit mir zu tun hat. Das ist mal so die grobe Zusammenfassung. Und daraufhin kam bei mir erstmal so dieser Schockmoment. Nee, deine beste Freundin verlierst du nicht. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Das ist blöderweise nicht so lange her. Alzheimer fängt gut an. Ja, auf jeden Fall kam dann irgendwie dieser Klickmoment, wo ich dachte, der Frau läufst du jetzt nicht mehr hinterher. Irgendwas ist da passiert, wo ich richtig pissig auf sie war. Genau, so rum war das. Wo ich dann richtig pissig auf sie war und gemerkt habe, nee, der Frau renne ich nicht mehr hinterher. Die geht mir jetzt am Arsch vorbei. Heute kann ich sagen, es ist nicht zu 100% so, dass ich kein Interesse mehr an ihr habe, weil sie ist einfach dieses
Mädchen, mit der ich über alles reden kann. So jemand hatte ich bisher nicht. Nie. In keiner Art und Weise. Und da ist das, also ich finde das relativ normal, dass ich da halt Gefühle für habe. Und halt vielleicht auch so ein bisschen immer noch habe, aber jetzt halt eben nicht mehr so extrem wie halt vor einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, wo ich das halt alle 5 Minuten gesagt habe, wenn sie Single war, und versucht habe, da mich ranzuschmeißen. Und ich habe halt auch immer wieder versucht, ja, wie sieht es denn nun aus? Werden wir jetzt nun mal ein Paar oder nicht? Und immer wieder kam dieses. Und dann, irgendwann, kam mal ein Nein. Es kam ein striktes Nein. Und was macht Blackie? Also ja. Er dreht das einfach um. Und tut so, als wenn das nie passiert wäre und rennt weiter. Und rennt weiter. Und rennt weiter. Das Schlimme daran ist, ich hatte, während ich für sie Gefühle hatte, andere Beziehungen. Also, ich hatte keine andere, naja, keine andere Wahl, ist jetzt vielleicht blöd gesagt, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das so erzählt habe. Ich wollte einfach gucken, ob es mit einer neuen Frau besser funktioniert. Also, dass ich einfach die Gefühle zu der alten, also, Entschuldigung, du bist nicht alt, zu meiner besten Freundin dadurch abschalten kann, indem ich eine neue Frau kennenlerne und die lieben lerne. Vielleicht sogar mehr lieben lerne als meine beste Freundin. Das war sozusagen damals mein Ziel, weswegen ich mir eine Beziehung gesucht habe. Das lief eine Zeit lang eigentlich recht gut, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bist du über Kimi weg, jetzt hast du eine neue, jetzt das läuft, die liebst du und alles ist cool. Aber mit der Zeit hat sich halt etwas entwickelt. Das nenne ich einfach mal Realität. Wir hatten ja trotzdem immer noch Kontakt miteinander und immer wieder kam so, ich sag mal, unterschwellig so ein leichtes Gefühl auf, die willst du immer noch. Und dann war ich so in diesem Thema, ja, ich kann jetzt nicht mehr mit meiner Freundin zusammen sein, wenn ich doch eine andere liebe. Also ich bin da sehr human eigentlich. Ich habe das Ding noch nie gesagt. Das ist halt ein bisschen blöd. Und ja, ich habe halt einfach so erfahren, scheiße, du liebst deine beste Freundin Kimitsu immer noch. Und du bist jetzt aber mit einer zusammen, der du ja anscheinend nur vorgaukelst, verliebt zu sein, um über Kimitsu hinwegzukommen, was aber an sich nicht funktioniert. Also habe ich dann mehr oder weniger mit ihr Schluss gemacht. Mehr oder weniger, ich habe mit ihr Schluss gemacht. Halt nur nicht aus dem Grund, ich liebe meine beste Freundin, sondern irgendwelchen anderen Scheiß. Und das eben zwei, dreimal. Also ich habe das zwei, dreimal probiert und dann habe ich es mehr oder weniger aufgegeben. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann laufe ich eben einer hinterher, solange bis ich auf die Fresse fliege oder irgendwann mal aufwache. Mittlerweile bin ich aufgewacht. Danke dafür, Gott. Es wurde an der Zeit. Jetzt kann ich mir endlich mal was Neues suchen. Ja. Scheiße, die so passiert ist. Ja, also wie gesagt, ich habe sie halt sehr depressiv und sehr mitleidenswert erlebt. Sie hat halt, während wir uns kennengelernt haben, ihre Mutter verloren. Ich war sozusagen fast mit dabei und habe sie halt immer wieder getröstet und so weiter und so fort. Also eigentlich war ich ihr bester Freund. Aber sie hat im selben Moment etwas für mich getan, denn sie war da. Sie war einfach da. Sie hat sich mir anvertraut. Sie hat einfach die Dinge erzählt, die auf dem Herzen liegen. Und das habe ich so geschätzt, dass ich irgendwann mal angefangen habe, das selber zu machen. Also ich habe auch angefangen, über meine Dinge zu reden, über meine Vergangenheit, die ich jetzt euch auch erzählt habe. Über Dinge, die mich beschäftigen, über Dinge, die mich behandeln, über die Freundinnen, mit denen ich zusammen war, während ich in Kimitsu verliebt war. Und das hat uns einfach so ein bisschen zusammengeschweißt, sage ich jetzt mal, ja. Jeder hat über seine Probleme geredet, jeder hat seinen Senf dazu beigetragen, seine Tipps dazu beigetragen. Ja, mach doch lieber Schluss und das ist doch nichts, keine Ahnung, oder guck's dir an, versuch's, ist ja egal, kannst du nur schlauer draus werden, halt ebenso diese ganz normalen Tipps.
was man eben als guter Freund so macht. Aber dann kam dieser Zeitpunkt, wo ich wusste, dass er kommen muss. Nämlich meine dunkle Seite schlägt zu. Ich habe es, glaube ich, im ersten Teil schon mal erwähnt, dass ich in meinen Augen eine gespaltene Persönlichkeit habe. Die eine ist eigentlich fast immer oben, das ist die gut gelaunte, die ihr kennt, und die andere ist die böse. Und die ist einfach nicht nur böse, die ist nicht mal nur ein Arschloch, sondern die würde sogar, wenn sie könnte, töten. So scheiße ist die. Und die spielt sehr gerne mit Gefühlen eines anderen, testet sehr viel aus, wie weit sie gehen kann. Und irgendwann kam der Moment, wo ja, diese zweite Persönlichkeit ans Licht kam und ich ihr sozusagen wehgetan habe. Ich habe über den Tod ihrer Mutter gelästert, das war natürlich nicht die feine englische Art. Ich habe sie teilweise psychisch fertig gemacht, ich wollte sie zerstören, also nicht ich, sondern meine zweite Persönlichkeit, das muss man ja mal so ein bisschen definieren. Aber sie war einfach der Typ, der nicht gesagt hat, ich heule jetzt und bin sauer auf dich, sondern sie hat mitgemacht. In dem Sinne von, sie hat dagegen angekämpft und hat dann gegen mich geschlagen. Und das war irgendwie so eine Bonnie und Clyde-Beziehung, kann ich fast sagen, ja. Wir haben uns gemocht, wenn wir verzweifelt waren. Wir haben uns aber auch gemocht, wenn wir beide zueinander ein Arschloch waren. Und das hat uns einfach zu so einem freundschaftlichen Pärchen gemacht, was unzertrennlich ist in meinen Augen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Aber all dieser ganze Scheiß mit der Persönlichkeit, alles, was sie von mir weiß, welche Vorstellungen ich habe, welche Ansichten ich habe, was ich alles können wir ja auch nochmal vielleicht nachmachen. Oh, das ist eine Idee. Ja. Für mein nächstes Video über natürliche Dinge von Blackie. Woran ich glaube, etc. Dann, dass sie das alles weiß und das alles mitmacht und trotzdem mit mir befreundet ist, ist für mich mehr als Beweis genug, dass das die beste Freundin ist. Bisher war für mich eine Freundschaft immer so, ja, hast du mal 5 Euro, können wir mal ins Kino gehen. Hast du mal 5 Euro? Hast du mal einen Döner? Kaufst du mir mal dies? Kaufst du mir mal das? Also eigentlich war es eher so, hast du mal. Also die wollten immer haben und haben nicht zurückgegeben. Hier ist es halt das erste Mal so gewesen, dass sie, selbst wenn sie depressiv war, mir etwas zurückgegeben hat. Nämlich einfach das Gefühl, gebraucht zu werden. Das hatte ich vorher nicht. Vorher war es eher so ein Zwang, kann ich jetzt mal fast sagen. Ja, dass es halt einfach so war, ja, mach das, mach das, mach das, sonst bin ich nicht mehr dein Freund. Und das war einfach so dieser Punkt bei ihr, wo ich gesagt habe, Alter, die verlierst du nicht, Blackie, die verlierst du nicht, da kämpfst du drum. Und wenn du dein Herz dafür rausreißen musst, die verlierst du nicht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie verstehen kann, aber durch meine ganze Scheiße, eben dieses ausgenutzt zu werden und keine Ahnung, immer nur haben, 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 aber niemals geben. Aber sie hat halt mir das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, jo, das könnte sie sein. Ja, und ja, gut. Wie gesagt, dann kam der Moment, wo ich dann eben realisierte, dass ich 8 Jahre lang blind war und jemand hinterher gerannt bin, der mich nicht will. Ich muss auch dazu sagen, das kann ich heute vielleicht gestehen. Ich weiß nicht, ob sie das selber mitbekommen hat, aber ich habe ihr das selber eigentlich noch nicht gesagt. Ich habe eigentlich immer versucht, für sie das zu sein, was sie wollte. Ich habe es ja im ersten Video schon mal gesagt, dass ich ein sehr manipulativer Mensch bin und mich sehr gut anpassen kann, sehr gut Züge annehmen kann, die ich eigentlich gar nicht habe. Und ich habe für sie eigentlich das gemacht, was ich für niemand anderes getan hätte. Ich habe einfach versucht, das zu sein, was sie will. Der Typ Mann zu sein, den sie schon immer haben wollte. Aber es hat nicht gereicht. Ich bin einfach nur der Kumpeltyp gewesen für sie. Im Nachhinein
Ja, es stimmt. Eigentlich ist es so. Wir sind nur Freunde. Es wird wahrscheinlich niemals dazu kommen. Was ich dazu noch sagen muss, um das ganze Thema vielleicht mal langsam abzuschließen, ist, ich habe diese Frau bis heute im Real Life nicht einmal gesehen. Jetzt werden wahrscheinlich einige schmunzeln, aber für mich ist es einfach trotzdem die beste Freundin. Ich muss sie nicht im Real Life sehen. Klar wäre es schön, wenn ich mal traurig bin, aber wenn sie traurig ist, einfach mal sich zu treffen und zu sagen, hey, komm, ich tröste dich jetzt auch mal in Real Life, wir können was unternehmen, wir können zusammen rausgehen, in den Wald, Gassi gehen, keine Ahnung, was wir unternehmen. Aber ja, ich will sie auf jeden Fall mal im Real Life kennenlernen, das weiß sie auch und sie eigentlich, denke ich mal auch. Aber ja, das gute Geld, ne? Die Entfernung ist jetzt halt auch nicht so war so geil, weil sie wohnt in Nähe Düsseldorf und ich in Nähe Berlin. Und das sind halt eben mal so für Bahnticket 120 Euro hin und zurück. Das hast du eh mal nicht so auf die Halle, auf die Kralle. Ja gut, es gibt noch andere Beförderungsmittel, aber naja. Ja. Dann habe ich ja irgendwann mal angefangen. Wie lange rede ich jetzt schon? Ja, doch, passt. Dann habe ich ja irgendwann mal angefangen in der Schule. Mit einem Buch. Die Idee kam eigentlich nicht mal von ihr, sondern von einer anderen Chatterin. Die wollte von mir einfach mal so eine leicht angehauchte erotische Geschichte haben. Die habe ich dann mehr oder weniger in der Schule geschrieben. Das waren damals so irgendwie ein, zwei Seiten, die ich der dann geschickt habe. Also derjenige, die hören wollte. Und die fand die eigentlich sehr, sehr gut. Und daraufhin kam mir irgendwie die Idee, weiterzumachen. Und irgendwann, ja, bricht halt der Kontakt zu dieser ja, Ideengeberin ab. Und dann habe ich das Ganze mal der Kimi zugeschickt. Und die fand das auch richtig schön, was ich da so bisher gemacht hatte. Damals war das ja nur noch dieses kleine Gehüpsel da mit dieser, keine Ahnung, was das war. Das war ja damals noch totaler Hirnschiss, was ich da praktiziert habe, aber es ist im Buch drin, heute noch. Aber die fand das wirklich sehr gut, dass die mich dazu gebracht hatte, das weiterzumachen. Und die hat mir Ideen gegeben für das Buch, teilweise Charakterentwicklungen. Sie hat ja dann irgendwann mal angefangen, selbst ein Buch zu schreiben, was an mein Buch anknüpft. Und daraufhin habe ich ja dann mein zweites Buch geschrieben, was zwischen eins, ihren und eben meinem zweiten spielt. Also davor, also vor meinem ersten. Nach ihrem. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ja. Und das alles hat uns einfach zusammengeschweißt. Und jetzt in diesem Anime-Projekt hilft sie mir auch ab und zu. Sie gibt halt so ihren Senf dazu, meistens einfach nur einen Daumen nach oben. Aber das reicht mir eigentlich schon. Ja, sie kriegt eigentlich das ganze Material als allererste. Weil sie war mit einer der Hauptfiguren oder mit der einer der wichtigsten Charaktere in meinem Buch. Sie ist ja, wie gesagt, im Buch mal die Gute, mal die Böse. Sie ist halt auch so ein bisschen wie ich mit diesen gespaltenen Persönlichkeiten. Manchmal ist sie sehr garstig und biestig, aber ich finde, irgendwie ist das jeder. Also vielleicht ist das mit der gespaltenen Persönlichkeit auch einfach normal. Ich weiß das nicht. Habt ihr auch eine gespaltene Persönlichkeit? Voll das Outro. Nein. Ja. Ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon wieder über das Gute. Ich könnte im nächsten Teil so ein bisschen. Jetzt habe ich schon wieder das Thema vergessen. Ich muss wahrscheinlich nochmal reinhören. Blöd. Nochmal darüber quatschen, was wir vorhin angeschnitten haben, was ich vielleicht nochmal anmachen könnte. Oder eben so langsam dahin gehen. Wo dieses Format eigentlich hingehen soll, nämlich was befasst mich, womit behandle ich mich, was interessiert mich. Ja, kann ich ja schon mal so ein bisschen verraten. Mich interessiert auf jeden Fall das Universum, die ganzen Theorien dahinter, wie groß es ist, etc., was es da draußen alles gibt. Dann sehr groß geschrieben Verschwörungstheorien. Ich glaube, egal wo, World of Warcraft, Filme, Real Life, egal wo man sie findet, Verschwörungstheorien, sie sind für mich ein absolutes Must-Have. Sie sind
so ausbaufähig. Und man kann seine eigenen Verschwörungstheorien entwickeln. Die Verschwörungstheorien sind mein absolutes Lieblingsthema. Egal wo. Egal wo sie entwickelt sind. Ah, ganzes Jahr könnte ich darüber quatschen. Gut. Also das könnte ein nächstes Video werden über Universum, Verschwörungstheorien oder Politik, wofür ich mich jetzt nicht so interessiere, aber es wird wahrscheinlich auch mal in der Zukunft ein Video darüber geben. Und ja. Ja doch, Politik eigentlich doch schon. Wie sieht es momentan in Deutschland aus? Wie ist momentan das Weltbild? Also Politik könnte doch schon eine Rolle spielen in manchen Situationen. Ja. Egal, ich habe mir schon wieder den Mund fusselig geredet. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Heute mal wieder etwas lustiger, freundlicher. Das letzte Mal, wie gesagt, ein bisschen düsterer. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Talk About Blackie's Alive und wie geht's Blackie überhaupt in seiner Verfassung? Was macht er so? Wofür interessiert er sich? Bis dahin würde ich sagen, tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Blackwitch. Alles Gute. Habe ich irgendwas vergessen? Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Blackwitch. Alles Gute und ciao, ciao. Ja doch. Ciao.